Oh weh, oh graus, die Grüninnen sind wieder da und eine Feststellung kann man jetzt schon treffen. Die Geisterbahn im Wiener Prater ist ästhetischer und wahrscheinlich auch harmloser. Ein Sammelsurium an trostlosen Schläfern, ideologisch verblendeten Untoten, auch politische Zombies genannt, kriecht von den Misthäufen ihrer biologischen Parteigeschichte herab und kommt über die Menschheit hernieder, quält uns wieder, bevormundet uns wieder. Sie sind wieder da. Die Kryptokommunisten, die Verbotsprediger und Pharisäer, die scheinheiligen Berufsmoralisten. Sie wittern alle wieder Morgenluft und strecken ihre erhobenen Zeigefinger gen Himmel und die Faust ins Gesicht der Bürger. Nach all den Jahren der dunklen Tristesse zieht es die grünen Nachtschattengewächse wieder ins Licht, an die Futtertröge der Republik. Das Leben ohne Amt ist halt schwer, ohne öffentliche Förderung zu leben, umso mehr. 630.000 Euro pro Kopf und Nase als arbeitsloses Einkommen für die nächsten 5 Jahre im Parlament sind ein grünes Argument und vielleicht winkt ja eine nette Regierungsbeteiligung. Und das Rezept ist einfach, die Mogelpackung ist genial. Hinter der Klimahysterie von Blondzopf Gretel, den durch halb Europa ziehenden lieblichen Gesichtern der niedlichen Umweltbewegten, verstecken sich die alten linken Tugendterroristen, die Wir schaffen das Chaoten. Ein Vorgeschmack? Kickels Cousine, ein echter ideologischer Leckerbissen. Stinkefinger Maurer, der champanisierende Bürgerschreck von Wien, Aleph Chor und die hohe Priesterin des Bahnhofapplauses. Eine Freude für jeden politischen Kommentator wie mich, eine gemeingefährliche Drohung für alle Bürger unseres Landes. Hinter den JüngerInnen des Weltuntergangs steckt in Wahrheit der parlamentarische Arm der Antifa. Hinter den Biomacht-Schön-Jute-Säcken, übrigens die größte Lüge aller Zeiten, verbergen sich die Schutzmantel-Madonnen der Schlepperei. Hinter den Kämpfern für die Bevormundung und das Rauchverbot verbergen sich die Hauptabnehmer ländlicher Haschischplantagen, selbstverständlich Bio. Hinter den Fahrradtretern steckt in Wahrheit die fünfte Kolonne der Linken. Der schottische Philosoph Thomas Carlyle sagte einmal, die Heuchelei ist die Materia prima des Teufels, von der aller Lug und Trug, alle Schwachheit und Abscheulichkeit herrührt, von der nichts Wahres kommen kann. Denn die Heuchelei ist selbst eigentlich eine doppelt destillierte Lüge, eine Lüge in der zweiten Potenz. Schauen wir mal, ob die Lüge auch aufgeht.